Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metro 2033. Ich bin die Rockkartoffel und ich spiele sofort weiter. Wir haben hier in der Ranger-Station unser Ende in der letzten Folge gefunden. Und wir gucken uns hier jetzt mal ein bisschen genauer um, denn wir sollen uns ja, wie es unsere Missionsanzeige vorgibt, uns hier neu ausrüsten und dann wahrscheinlich mit ihm da hinten gehen oder mit ihm da. Ich weiß es gerade nicht so genau. Wir können auf jeden Fall mit ihm sprechen, das machen wir jetzt mal. Hier ist nicht viel Nützliches drin. Hauptsächlich Andeutungen. Immerhin der Weg zu D6. Dann ist das also unser Ziel. Bereit? Jo, ich bin bereit. Wie sieht es aus? Ullmann, ist alles bereit? Das Brennholz ist fertig. Wladimir? Die Ausrüstung ist bereit. Und ihr Leute? Bereit. Dann steigt auf. Jo, alle aufsteigen, es geht gleich los. Es ist das Verlies der alten Kirche. Rein. Was mir gerade auffällt, es gibt in letzter Zeit... Ah, ich lasse das zuerst aussprechen. Dunkler Tunnel, klappernde Räder und der Geruch des Todes. So begann unsere Reise zu D6. Aber unser Ziel schien jetzt näher. Was mir auffällt, dass in den letzten zwei Kapiteln sehr viele Cutscenes und der ganze Kram vorkam. Was ja vorher eher nicht so viel war, aber ich finde das gut. Mir gefällt das sehr gut. Da muss ich nicht immer so viel spielen. Der Karte nach führen mehrere Wege zu D6. Der nächste davon führt durch die Gebäude bei der Giewskaja. Also beziehungsweise so viel unnötig spielen, weil es ist ja meistens immer Backtracking, was da in den Cutscenes gemacht wird. Es gab eine Explosion im Tunnel und viele Leute wurden lebendig begraben. Angeblich haben sie überlebt, sind aber keine Menschen mehr. Es soll auch etwas Seltsames in diesen Tunnels gesichtet worden sein. Eine Art Nebel. Vermutlich Unfug. Natürlich. Wer würde das auch schon glauben? Oh, was geht denn jetzt ab? Seine Familie in den Tunnels verloren und er kann sich nicht erinnern, was passiert ist. Artyom! Was ist los? Artyom! Hey Leute! Mit Artyom stimmt was nicht! Ich glaube auch nicht. Oh oh. Sind wir jetzt wieder in dieser Traumwelt, in der alles ein bisschen anders ist? Wo sind wir denn jetzt? Ja, was ist denn? Ich kann mich nicht umdrehen. Ich gehe weiter. Artyom! Wach auf, Artyom! Wach auf! Welche Richtung sollen wir gehen? Artyom! Ich will zurückgehen, ich will nicht diesem Monster hinterhergehen. Artyom! 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 Mehr Riechsalz! Wach auf, Artyom! Wach auf! Gut, er kommt zu sich. Nimm das Licht weg, du blendest ihn. Artyom, bist du okay? Ich würde jetzt gerne nicken, aber ich kann nicht. Du hast uns echt erschreckt. Ja, ist schon ein bisschen creepy, was manchmal mit mir abgeht, aber Artyom, das einfach nicht beachten. Ich komme schon wieder zurück. Kannst du aufstehen? Es dürfte gehen. Dankeschön. Wir kommen an. Hier ist eine Luftschleuse. Gut. Anhalten. Wo ist eine Luftschleuse? Ich finde es hier eigentlich noch relativ unterhaltsam in diesem Tunnel. Ich meine, ich hatte meinen Spaß. Die Steuereinheit ist zerschmettert. Alle Drähte sind abgeschnitten. Dann müsst ihr sie wieder dran machen. Ich wusste doch, dass alles zu glatt läuft. Ich meine, die Drähte haben bestimmt irgendeine Isolierung. Du bleibst hier und gibst Rückendeckung. Wir brauchen keine Überraschung. Na gut, ich weiß nicht, ob das da jetzt auch noch so ist wie heute, dass jedes einzelne Kabel immer so einen bunte Isolierung drum hat. Wie, jetzt sitzen wir da drin und müssen irgendwas schießen oder wie? Das finde ich aber jetzt gar nicht in Ordnung. Okay.
Okay. Wladimir, such das erste Diagramm. Ullmann, schauen Sie her. Erst verbinden wir die Drähte, dann auf mein Zeichen legen wir die Schalter um. Etwas drei an. Ich mach das. Ignorieren. Dinosaurus! Die sollen mal kommen, die kleinen Drecksviecher. Die Anomalie kann uns aber auch helfen. Da bin ich schon lange dran, Alter. Was auch immer passiert, ich werde kämpfen, sterben. Okay, Konzentration jetzt. Nicht überrumpeln lassen. Und vor allen Dingen nicht sterben. Wir haben hier einen Flammenwerfer. Das war kein schlechten. Ich komme da unten nicht dran. Aber auch jetzt so. Das scheint funktioniert zu haben. Bist du jetzt bald mal tot? Geh sterben. Einfach immer rechts und links dran springen lassen, da funktioniert das schon. Wir sind bald überhitzt. Ach, oh, schöner Witz. Überhitzt. Ich stehe da mit dem Flammenwerfer. Ja, letzter Schalter, mach mal hin jetzt. Ich verputzle hier meine eigenen Männer. Verdammt! Die Anomalie ist da. Sind wir dort. Endlich! Das Tor ist auf! Alle einsteigen, schnell! Beeilung! Stimmt, fliegt die Anomalie jetzt durch. Und wir werden... Was ist das gerade für eine Grafik? Das ist doch nicht die normale Spielegrafik. Das ist jetzt was ganz Geileres. Scheiße, spring nicht an! Na los, Leute! Wir müssen weg hier! Okay, gestartet! Durch einen Schlag auf den Motor startet das Ding. Das ist natürlich klar. Und die Anomalie wird uns, denke ich mal, verfolgen. Das war knapp. Wir haben es geschafft. Die kann doch bestimmt da durchfliegen, also, oder? Da möchte ich jetzt nicht mehr sein. Die lässt sich doch jetzt nicht ernsthaft von so einer Tür aufhalten, oder? Ist das jetzt euer Ernst? Luftschleuse am Arsch. Ich hätte das jetzt lustig gefunden, mit dieser Anomalie zu fliegen, beziehungsweise zu reisen. Ja, drücke mich nur raus, du alter Sack. Ich bin dir sehr dankbar dafür. Dies ist die Tür, die nach D6 führt. Wissen die überhaupt selbst, was D6 ist? Was ist das? Scheiße. Ist das hier dunkel? Alles nachladen, Licht nochmal aufladen. So, das dürfte jetzt aber gut sein. Katakomben! Das Chaos des Tunnels war hinter der Luftschleuse eingeschlossen. Sie schienen unverwundbar zu sein. Und meine Kameraden ebenfalls. Oh, das ist natürlich schön. Okay, wir sind durch. Machen wir das hier schnell. Ullmann, Sie übernehmen das Sturmteam. Boris und Stepan, ihr deckt den Komiker. Artyom und Wladimir, ihr bleibt nah bei mir. Okay. Okay, machen wir das so. Los, los! Das sieht aber lustig aus. Schade, dass es kaputt ist. Können wir hier irgendwas öffnen? Warum so eilig, Oberst? Wie wäre es mit einer Raucherpause? Wir sind so furchtbar nervös. Die Bösen machen auch keine Pause, wie Sie wissen. Alles sauber! Vorwärts, meine Soldaten! Große Taten warten auf uns! Große Taten? Irgendwie bin ich nicht so wild darauf, mich in den Geschichtsbüchern zu verewigen. Warum liegt hier so viel Munition rum? Das finde ich jetzt mal gar nicht in Ordnung. Und Laserschwerter da oben. Ich habe keine Ahnung, wie ich da gerade drauf komme. Hat so ausgesehen wie so ein Lichtschwert. Ich denke mal, wir sollen dem hier folgen. Hier hat jemand ein Skelett zurückgelassen. Wie wäre es, wenn wir es als Andenken mitnehmen? Bestimmt nicht irgendjemand. Genug Scherze.
Wir sind hier nicht alleine, du Witzbold. Würden Sie die Tunnels mit einer Zahnbürste putzen? Unheimlich hier. Wie Sie sagen, mein General. Immer schön nach Munition Ausschau halten. Hier kommt die erste Herausforderung. Nichts übersehen. Artyom, lege die Schalter hier rum. Ja, Moment. Ich mach das gleich. Ich möchte mich zuerst noch umschauen. Wie gesagt, Munition überlebenswichtig. Hier unten in den Tunnels. Welchen Schalter wollt ihr denn umgelegt haben? Ich denke mal... den hier. Ich gehe nicht. Ist so dunkel und unheimlich da drin. Da ist ja auch noch einer. Können wir den auch noch umlegen? Oder ist das jetzt irgendwie so ein Special Secret? Das macht bestimmt das gleiche wie der andere. Das ist eine so Bequemlichkeit Scheiße. Des Spielers. Pass auf, was du sagst, Soldat. Hat damit nichts zu tun. Ich bin reingetreten. In echte Scheiße. Das ist ein großes Zeichen. Das ist kein Zeichen, sondern ein Omen. Wenn hier Scheiße liegt, muss es auch etwas geben, das sie hinterlassen hat. Ach, welch ein Sieg! Angriff ist die beste Verteidigung. Ihr machtet. Wie Vladimir, die ganze Zeit eigentlich, denn ihr habt irgendwie die übelsten Waffen. Hinten. Okay, los geht's. Jetzt nach vorne oder was? Wollt ihr mich jetzt eigentlich verarschen? Oder was gibt euch ab? Okay, ihr macht das, wie gesagt, ihr macht das vollkommen gut, macht ihr das. Okay, okay, okay. Zwei Schüsse haben wir schon mal rausgehauen. Den Rest machen die anderen. Ja, 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 sehr gut. Wir müssen Muni sparen. Du sollst nicht die Säule kaputt schießen. Du sollst das Ding eigentlich kaputt schießen. Sehr schön, macht er gut. Oberst, ich kann in einer solchen Umgebung nicht kämpfen. Es stinkt so sehr, dass ich meinen Geruchssinn verloren habe. Ja. Ullmann, ich wünschte, Sie würden diese albernen Witze sein lassen. Diese albernen Witze sind keine albernen Witze. Ja, die kommen da oben raus und sind direkt tot. Das kann's doch nicht sein. Na, wo? Ah, da. Hallo. Lassen wir es krachen. Ach, halt die Klappe. Wir werden es schaffen. Ein Glas Mondschein für jeden Nussatz. Ja, ich pumpe mal meine Taschenlampe auf. Ihr könnt da dann arbeiten. Lass mich hier durch. Helft mir doch. Wie ich sie einfach die ganze Arbeit machen lasse. Und selbst gar nichts hinkriege. Hier, komm, hast du. Ach, ich hab dir das Leben gerettet. Gut, das macht ihr wieder. Ich lade wieder nach einfach. Mann, so viel vergeudeter Platz. Oh ja, hier könntet ihr euch doch einnisten. Ort, um Pilze zu züchten. Hat ihr nicht gerade eine Pfeilspitze drin gesteckt? Eventuell, vielleicht aber auch nicht. Hm, bin mal gespannt. Das ist jetzt hier wahrscheinlich so ein rundenbasierendes Ding. In jeder größeren Halle geht es jetzt hier gleich rund. Da oben kommt jetzt gleich einer raus. Könnte ich wetten. Ja, siehst du? Immer schön eine Runde nach der anderen spielen. Sage ich jetzt mal ganz brutal ausgedrückt. Du sollst natürlich nicht gemeint sein, aber... oder vielleicht doch. Nun ja. Nicht so drüber aufregen. Solange keiner von unseren Teamkollegen stirbt und ich hier meine Munition behalten kann und die ganze Zeit in Bewegung bleibe, dann ist das ja alles super. Weil ich sehe jetzt nicht ein, später wieder alleine irgendwo rumlaufen zu müssen, weil die sich irgendwie hier wegschnetzeln lassen. Und dann, okay, die lassen sich wirklich wegschnetzeln. Ja, ja, sag noch ein bisschen öfter Hilfe. Naja, ich kann eh nur einmal sterben! Okay, das haben wir jetzt, war doch jetzt vielleicht ein bisschen viel für die. Ohne mich dann noch. Schnell hinter die Tür, bitte. Ich drück den Schalter. Nein, es geht nicht. Das Vieh sieht irgendwie komischer aus als das andere. Boris, mein Freund, warum? Stepan. Lass mich den looten. Es reicht. Du kannst ihm nicht helfen, Stepan.
Gehen wir. Diese Bastarde. Boris, ich schwöre dir, dass sie keine Ruhe finden werden, solange ich lebe. Okay. Boris, ich nehme das mal an mich. Tut mir sehr leid für dich. Ich konnte es aber leider nicht verhindern, beziehungsweise ich hätte es verhindern können, jedenfalls mal versuchen können, es zu verhindern, aber irgendwie, jetzt fühle ich mich doch schlecht. Ein Verlust nach dem anderen. Und der Tod eines jeden, der dabei half, meine Heimatstation zu verteidigen, war ein Nadelstich in meinem Herzen. Ja, ich fühle mich gerade auch sauschlecht irgendwie, dass wir denen jetzt einfach so... dass wir denen jetzt einfach hier so nicht geholfen haben und die eigentlich alles alleine erledigen mussten. Aber nun ja, dann machen wir das im nächsten Part eigentlich einfach wieder gut, würde ich mal sagen. Und der nächste Part, der ist morgen um 20 Uhr hier auf dem Kanal von Rockkartoffel LP von Metro 2033. Ich bin die Rockkartoffel und wünsche einen wunderschönen Resttag und bis morgen, würde ich sagen. Tschüss!